Hallo, das ist. Ich stelle heute Füller vor. Das ist der Füller von Big. Und die Besonderheit ist, die Patronen tut man nicht nochmal abschrauben und dann da oben rein, sondern man macht die hier hinten auf, was eigentlich sehr praktisch ist. Da muss man nicht immer abschrauben. Und der liegt sehr gut in der Hand und ist sehr handlich und klein. Und wie schreibt er? Er schreibt auch ganz gut. Und ja. Okay. Hallo, jetzt geht's weiter mit dem Pelikan von Pelicano. Und der hat eine Besonderheit. Man kann beim Schreiben auch, da muss man nicht aufschrauben, um die Patrone anzugucken, wie viel Tinte noch drin ist, sondern man hat direkt hier eine kleine Übersicht, ob wie viel Tinte da noch drin ist. Und wie schreibt er? Das schaut auch ganz gut und da muss man nicht so doll aufdrücken. Ja, und der ist sehr leicht. So, kommen wir zum MyPen von Herlitz. Der, finde ich, sieht von allen am besten aus, aber der hat also keine spezielle Besonderheit. Mal gucken, wie der schreibt. Schreiben tut er auch sehr gut und ist nicht so allzu schwer und lässt sich ganz leicht aufschrauben. Hallo, das ist das Vorgängermodell von MyPen Herlitz, das ältere Modell. Und der ist eigentlich genauso aufgebaut, bloß der hat eine andere Grifffläche. Und wie schreibt er? Ja, schreibt auch sehr gut. Okay. So, das ist der Schulfüller von Faber-Castell. Und der hat zwei Besonderheiten. Der hat als. Hier sieht man die Tintenpatrone. Da kann man perfekt durchgucken wegen den Löchern. Und der kann nicht vom Tisch rollen. Wegen den beiden Nupsis hier. Und wie schreibt der? Ja, schreibt auch sehr gut. Wie die anderen, schreiben eigentlich alle gut. So, das ist der Next-Schulfüller von Lamy. Den kann man hier so einen Clip legen für die Hosentasche und für den Gürtel. Und der ist sehr gut für die gut in der Hand an. Und wie schreibt er? Schreiben tut er auch sehr gut, aber die Patronen für den Lamy sind etwas dunkler als bei den anderen. Okay. Das ist der Schulfüller von Mappete. Das sind eigentlich beide die gleichen, bloß hier passen zwei Patronen rein, also noch einer Ersatz, falls die andere alle ist. Und der ist halt kleiner, aber dafür ist er handlicher und man kann ihn halt zum Verreisen mitnehmen oder falls man einen Ausflug macht oder so. Und mal gucken, ob die beide vielleicht anders schreiben. Nee, schreib's ein bisschen höher hier. Genau, da. Genau, da vielleicht nochmal. Ne, ein bisschen. Kommst du ein bisschen hier? Genau, jetzt nochmal. Der schreibt, muss man etwas doller aufdrücken als bei dem. Und die Tinte ist etwas dunkler. Mhm. Sonst sind die beiden eigentlich gleich. Das ist der Schulfüller von Städtler und der hat auch ein Fenster zum Reingucken, was das für eine Tinte ist, also wie viel Tinte es ist. Und das ist der für Rechtshänder, aber es gibt den auch nochmal für Linkshändler. Der sieht eigentlich genau gleich aus, bloß ist gerade keine Tinte drin. Und wie schreibt er? Bisschen tiefer. Bei dem muss man auch nicht so doll aufdrücken und der ist eigentlich ziemlich leicht.
Das ist der Schulfüller von Pelikan und der hat eigene Patronen. Und hat hier hinten noch eine durchsichtige Fläche, aber da kann man eigentlich durch die Patronen nicht durchgucken, was ja blöde ist. Und der liegt sehr gut in der Hand, weil er so große Flächen für den Daumen und für die Finger hat. Aber hier schreibt es eigentlich die Hauptsache. Ja, schreibt auch sehr gut. Oh, das war's. Okay. Das ist noch ein Schulfüller von Pelikan, aber der sieht nicht aus wie ein Füller, sondern wie eine grüne Spaghetti. Und ja, der ist halt sehr komisch wie andere, der ist nicht symmetrisch angeordnet, sondern der ist ja, unsymmetrisch. Und nee, das eben. Ja, genau, du musst ihn eine Nummer weiternehmen. So, welches du denn schreibst, ne? Ach so. Ne? Okay, probier nochmal jetzt. Liegt der ganz gut in der Hand, oder? Der liegt gut in der Hand, ja. Und er sieht aber sehr komisch aus. Und wie dreht man den auf? Einfach hier an. Genau, dreh ihn mal auf. Ne, drehen. Andere Richtung. Kräftig. So dreht man den auf. Ah ja. Die Patrone kann so leicht rausgenommen werden, aber die kann eigentlich sonst nicht rauskommen. Hm. Was eigentlich sehr gut ist. Okay. So, das ist der Schulfüller von Schneider. Der ist so gut, weil der kann auch nicht vom Tisch räumen, wie ein vorheriges Modell. Und der hat zwei Doppelpatronen, über die man gleich Ansicht hat, wie viel Tinte sie noch haben. Halt es mal ein bisschen weiter hier. Genau. Der liegt auch sehr gut in der Hand. Und schreiben tut er. Warte mal, schreib mal hier am besten. Genau. Auch ganz gut. Echt guter Füller. Okay. Das ist noch ein Schulfüller von Pelikan. Das Interessante an dem ist, man kann. Der ist halt so ganz durchsichtig. Und man kann auch nicht nur gucken, wie viel Tinte man noch hat, sondern man kann auch gucken, wie so ein Füller eigentlich aufgebaut ist. Was ich sehr interessant finde. Und vom Design ist er auch echt gut. Liegt gut in der Hand und schreiben tut er auch sehr gut. Es ist mein Favorit bis jetzt. Okay, dann lege ich ihn mal hier hin. So. Okay. Ja. Genau, dann bedanke ich mich jetzt hier für unseren Schulfülle-Experten. Dankeschön.